Ich bin Tim Bartholomäus, ich leite das Marketing vom Deutschen Symphonieorchester Berlin. Ja, ich bin Lea Heinrich, ich bin Musikvermittlerin beim DSO und Projektleitung des Symphonic Mob. Wir sind hier heute in der Mall of Berlin. Ich finde, das Besondere beim Symphonic Mob ist, dass viele Musiker immer zu Hause sitzen und man geht einmal die Woche zum Musikunterricht und probt und probt und probt, aber man kommt nie zu dem Moment, wirklich aufzutreten. Und der Symphonic Mob ist die Möglichkeit, einfach mit einer riesen Gruppe von Menschen zusammen Musik zu machen und auch einfach mal ein Erfolgserlebnis zu haben, wofür man das überhaupt alles eigentlich macht. In der Schule, in der Uni die Möglichkeit, im Orchester zu spielen, und für ältere Menschen gibt es einfach wenig Möglichkeiten. Es gibt wirklich viele, die hier einmal im Jahr ihr Instrument auspacken für den Symphonic Mob, sich auf die Proben freuen, auf die Pop-Up-Proben, die Hauptproben, um dann eben einmal im Jahr ein Konzert spielen zu können, und das finde ich immer besonders schön. Wenn man die Musik woanders hinbringt, entsteht vollkommen etwas anderes, und man merkt, es geht gar nicht mehr darum, wie man jetzt alles im Kleinen macht, sondern was für eine unglaubliche Sache Musik überhaupt an sich ist. Ist das was, was uns so zusammenbringen kann? Ich habe so viele Tränen hier im Publikum gesehen und bei mir selber auch. Das ist einfach eine Form der Mitmenschlichkeit, die fantastisch ist. Es ist mir im Herzen, das ist so wunderschön, mit 77 anderen Klarinetten mitzuspielen. Das ist echt ein Erlebnis. Und dieses gemeinsame Musizieren, das ist einfach, man kann es gar nicht richtig beschreiben, man muss es erleben. Ja, ich bin Martin Kögel, bin seit fast 25 Jahren schon im DSO. Ich finde es einfach toll, dass wir so viel Kontakt haben in Berlin zu unserem Publikum und unser Publikum auch so aktiv ist. Ich bekomme ganz, ganz viel mit von den Mitsingenden und Mitspielenden, einfach an Begeisterung, die mitbringen und die dann halt auch auf uns überschwappt. Man kann es eigentlich gar nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach so unglaublich, hier zu stehen und beziehungsweise mitzumachen. Ich bin das vierte Mal hier und ich bin immer mit meiner Cello-Lehrerin hier und es macht sehr viel Spaß. Man lernt immer Leute kennen. Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Es ist gleich so wie so eine große Familie und das finde ich ganz, ganz toll. Ein Haufen Leute, die super toll Musik spielen können. Wenn dann diese mehrere hundert Instrumente gleichzeitig erklingen, das ist schon was Besonderes, wenn man so unmittelbar daneben steht. Ich bin da ganz ergriffen. Und der Dirigent ist eine Bucht. Enjoyed it, and for me the main thing is to get everyone together to make music and just to basically feel the energy of communion.